Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Raft, huch. Oh, du Schlingel. Da hat er doch glatt einmal unten reingeknabbert. Du kleiner Schlingel. So, ich habe die zweite Palme. Die wollte ich nochmal setzen. Oh, da kommen Metz an. Herzlich willkommen, Metz. Hunger habe ich auch. Hunger habe ich auch schon wieder ohne Ende. Tauschen wir mal die Kartoffeln. Und haben wir ja hier noch was zu essen dafür. So. Der Fisch hat nochmal angegriffen. Hinter meinem Rücken. Und das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte nicht, dass der angreift. Da hatte ich eigentlich gar keine Lust drauf. Dem war jetzt aber so. Und ja gut. Sei es drum. Aber ich hatte gerade ordentlich Hunger. Und deswegen musste ich mich erstmal ums Essen und Trinken kümmern. Und mir ist was aufgefallen. Mir ist da aufgefallen, dass zum Beispiel, wenn ihr euer Inventar voll habt und ihr holt euch Trinkbecher vom Cooking, dann sind die weg. Ja, das ist auch noch nicht so ganz richtig hier in der Darstellung. Da drüben liegt es und da muss man es einsammeln, ne? Aber guckt doch mal hier, wie schön groß jetzt alles schon ist. Das ist doch super, oder? Super schön groß. Ne? Jetzt läuft es fast wie geschmiert. Huch, wenn man nicht ins Wasser fällt. Oder verhungert und verdurstet. So, jetzt sammle ich noch ein bisschen. Jetzt will ich es gerade nochmal rausfinden. Aufteilen kann man das Inventar nicht. Okay, ich müsste noch ein bisschen mehr einsammeln. Dazu müssen wir ins Wasser. Und auch wieder raus. Hopp. So. Ja, das dauert jetzt noch ein bisschen mit dem Inventar. Tauschen wir mal die Kartoffel. Die müssen wir nochmal tauschen. Ich wollte es nämlich mal wissen. Ich habe nämlich reingegriffen mit vollem Inventar. Und da war natürlich... Da waren natürlich dann die zwei Becher waren dann weg. Die ich nehmen wollte. Das werde ich nochmal austesten. Gut, ich wollte euch jetzt nochmal was anderes zeigen. Und zwar... Wollte ich euch nochmal zeigen, wie man hier die Building based. Ne? Die Base bildet, meine ich. So rum natürlich. So, da sind die drei Kokosnüsse. So, jetzt kommt der Fisch natürlich mir in die Quere. Also jetzt kriegst du sie. Kriegst du Saures. Geh weg. Planten wir die Seeds. Und die Kartoffeln müssen wir auch planten. So, alle drei drin. Inventar ist fast voll. Jetzt gucken wir nochmal. Inventar ist jetzt voll, okay. Ich habe jetzt Trinkbares drauf, das wollte ich jetzt mal wissen. Ich drücke E, nehme mir die. Sie sind aber weg. Also Leute, nicht mit vollem Inventar. Schmeißt ein paar Sachen hier weg. Ein bisschen Holz zum Beispiel. Und die Plantys immer gleich verarbeiten. Zu den Seilen. Und dann habt ihr auch wieder was frei. Habt ihr wieder zwei frei. Und dann könnt ihr diese nehmen wieder. Ne? Jetzt müssen wir erstmal wieder neue Becher machen. Die sind auch nicht da, weil einfach zu viel Stuff da ist. Das ist Inventar, ist einfach überfüllt und schmeißt einfach raus. Ne? Wichtige Sache, also wirklich Inventar immer schön leeren. Jetzt habe ich schon wieder nur eine Dose. Jetzt habe ich schon wieder nur eine Dose. Gut. Trick. Kann natürlich sein, dass ich zu schnell E gedrückt habe und das Fleisch das Schmutzwasser getrunken habe. Aber es dürfte ja eigentlich gar nicht gehen sollen. Warte mal. Die Hachi-Taste war das. Das war die Hachi-Taste. So. Nun will ich aber gleich nochmal was bauen. Oh, guck mal, der würde vorbeigehen. Deswegen müssen wir da mal hin.
schön. Jetzt nehmen wir unseren Hammer, machen Stairs, und zwar machen wir die mache ich mal hier hin. Da geht's nicht, dann machen wir die mal dahin. Und dann können wir obendrauf einen Floor machen, einen Flur. Aber geht jetzt hier nicht, weil wir haben keine Stütze. Müssen wir erst eine Stütze machen. Und so können wir zum Beispiel... So können wir zum Beispiel einen zweiten Stock wegbauen. Oh, ich mach mal hier so ein paar. Sammle wieder was ein. Tausche die Kartoffel. Jetzt gehen wir auf den Floor. So. So. Und die Ständer mache ich immer alle zwei. Und dann passt das nämlich. Immer alle zwei. So, was haben wir hier? Wieder ein paar Mets einsammeln. Wir haben schon wieder Durst, aber ich glaube, wir hatten noch irgendwie drei Kokosnüsse. Vier Stück sogar. Dann schnecken wir die mal. Und die vier Stück machen auf jeden Fall ordentlich satt. So. Okay. Und hier oben können wir nämlich noch mehr Sachen machen. Zum Beispiel können wir hier... Achso, das war über den Hammer. Über das Hammermenü. Ja. Da könnten wir jetzt zum Beispiel auch... da können wir so Wände machen, ne? Da stellen wir mal so Wände. Eine Wall. Eine Window Wall, ne? Mit Ausblick. Mit der Taste R könnt ihr bewegen. Und dann könnten wir zum Beispiel auch eine normale Wall machen. Hier zum Beispiel für diese... Die Palme muss man ja auch nicht unbedingt sehen. So zum Beispiel. Und... Machen wir hier nochmal eine Window Wall. Ne, hier geht es dann weiter hoch nochmal. Ja, da bauen wir nochmal weiter hoch. Jo, so läuft es dann. Ne? R, mit R drehen. Oh, da ist der Fisch wieder. Der ist ordentlich dabei. Oh ja, das ist schlecht. Geh weg. Oh, der Fisch. Der Hai ist tot. Und jetzt holen wir Fleisch aus dem Hai. Siehst du? Das passt doch schön in die dritte Folge. Das passt wunderbar in die dritte Folge. Wir nehmen ein bisschen Haibrat. Ein bisschen Haibrat. Sehr gut. Und genau damit sind wir eigentlich mit allem fertig, was das Spiel kann für uns. Ja? Wir können den Hai abwehren. Da kommt natürlich auch gleich der nächste. Wir können was bauen. Das ist auch super interessant. Hallo? Wir können was bauen, das ist auch super interessant. So, mit R drehen wir. Jetzt sind uns die Mets ausgegangen, die Pflanzenfasern. Und wir könnten auch theoretisch hier oben wieder zumachen. Da fehlt uns jetzt aber Holz im Moment. Müssen wir was organisieren. So, wir müssen die Haiattacken immer abwehren. Und wir müssen Sachen bauen. So, wir können theoretisch... Ich glaube, da müssen wir von oben bauen. Ja, wir müssen halt Sachen bauen. Ja, ist halt so. Gut. Damit sind wir angekommen. Am Ende eines Dreiteilers über Raft. Ich finde das Spiel eigentlich sehr schick. Würde mich da über mehr Content natürlich freuen. Das wäre super, finde ich. Wir machen hier noch ein bisschen Foundation. Damit er nicht gleich unsere Träger annagt. Wir haben Haifischfleisch. Uns kann Loot verloren gehen. Ne? Also da auch immer drauf achten. Und wir haben auch ständig Hunger. Ist auch so eine Sache. Aber dafür gibt es Kokosnüsse. Das ist eigentlich ganz gut. Oh, jetzt komme ich nicht dran, jetzt dient das Wasser wieder. Ja. Wenigstens gibt es eine Kollisionsabfrage. Das ist schon mal was wert. Ich
nasche jetzt die Kokosnuss zur Feier des Tages. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst mir nochmal einen Daumen da, vielleicht ein kleines Abo. Survival Games sind ja hier doch schon öfter mal gespielt worden bei mir. Und wünsche viel, viel Spaß mit Raft. Probiert's aus. Mir macht es riesig Spaß. Auch wenn der Anfang schwierig ist. Also Leute, Savi ist auch dreimal gestorben. Bis er nochmal den Tipp hatte, mach erst Essen und Trinken ganz schnell. Der Rest kommt später. Ja, und dann muss man sich immer kümmern mit Essen und Trinken. Aber wenn ihr jetzt hier so zwei von den Dingern, die Kartoffeln, zweimal trinken habt und ein bisschen Foundation baut, und dann ist das alles gut. Dann passt das mit dem Blut. Ne? In diesem Sinne, viel, viel Spaß mit Raft. Wir sehen uns bei anderen Spielen. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao. Eine schöne Woche. Und schaut auch mal in die anderen Videos. Comments, Likes, Abos, sehr gerne erwünscht. Tschüss.